Die Mitglieder der Hoyerswerder Wasserwacht kennen sich zwar mit dem nassen Element aus, das ist jedoch ausgerechnet beim Sommerlager in der Nacht von Freitag auf Samstag, während alle in ihren Zelten liegen, in Strömen regnet, konnte keiner ahnen. Oh, ja, also es war sehr laut auf alle Fälle. Also es hat sehr ordentlich gescheppert. Zum Glück, auch wenn Blitz und Donner da war, war mehr der Regen, der gestört hat. Bisschen nass ist es geworden am Ende, auch im Zelt. Bisschen im Feuchten geschlafen am Ende. Aber trotzdem, es hat funktioniert am Ende. Und wir haben dann über den Zaun so ein bisschen was drüber gehangen, an Handtüchern und so weiter und an Klamotten. Und ja, wir hoffen, dass die jetzt über den Tag trocknen, dass sie dann wieder benutzt werden können, genau. Nachdem alle nassen Sachen auf den provisorischen Leinen verteilt waren, ging es auch schon an die ersten Übungen. Dabei standen über das Wochenende hinweg teambildende Maßnahmen im Vordergrund. Gerade bei uns wichtig, wenn wir dann absichern, dass das Team zusammenarbeitet, dass man sich aufeinander abstimmen kann, dass man sich aufeinander verlassen kann vor allen Dingen, wenn es dann wirklich auch mal brenzlige Situationen gibt. Und na, da ist es natürlich von Vorteil, wenn wir vorher teambildend was gemacht haben, sodass wir alle aufeinander uns vertrauen können und aufeinander bauen können. Über den Vormittag wurden deshalb verschiedene Stationen abgearbeitet, bei denen die älteren Vereinsmitglieder das Sagen hatten, die Fäden jedoch sprichwörtlich von den einzelnen Gruppen gezogen wurden. Denn beim Kommunikationsspiel galt es, einen Eimer mit Wasser in einen leeren Bottich zu füllen, ohne den Eimer anzufassen. Auch die Orientierung stand im Fokus. Hier galt es, trotz Augenbinde den Vereinskamerad zu finden. Sichtlich Spaß machten auch eine kleine Geschicklichkeitsaufgabe sowie Tempoübungen. Bei letzteren musste Tom Bangel als Bonbonmann gefangen werden. Und ab! Im Anschluss stand eine kleine Überraschung auf der Tagesordnung. Also dann nach dem Mittagessen, am Nachmittag wird es dann das Neptunsfest geben, wo dann der Neptun hierher kommen wird und dann 5 Leute werden dann von uns oder beziehungsweise vom Neptun besser gesagt dann getauft, mit aufgenommen in das Reich des Meeres. Und am Abend ist dann auf alle Fälle noch eine Nachtwanderung geplant, wo dann die Kinder noch ein paar Rätsel und so weiter lösen müssen und dann am Ende natürlich gibt es auch einen kleinen Schatz und eine kleine Belohnung. Das schweißt die Mädchen und Jungen dann hoffentlich noch enger zusammen, damit bei den zukünftigen Einsätzen alles reibungslos abläuft.